So, herzlich willkommen zurück zum Dämon Motor Magazin, dem Automagazin, wo die Autos vernünftig getestet werden. So, ja, es war Ewigkeiten her seit der letzten Aufnahme. Es tut mir auch unheimlich leid, aber ich wollte erstmal diese ganzen Tutorials fertig kriegen und dann war ich auch in letzter Zeit müde gewesen und weil die Arbeit auch immer so lang geht wegen Saison und Sommer und bla. Aber jetzt will ich mal den Kanal wieder anschmeißen, in Schwung bringen und neue Videos produzieren. Denn, ja, ich werde die Viper alleine testen. Auch wenn das mit dem Togetta relativ gut lief, aber für die Viper konnte ich jetzt keinen Beifahrer auftreiben. So, aber ich versuche für den Lamborghini einzukriegen und für den Ferrari einzukriegen. Denn da habe ich nämlich tolle Beifahrer im Köpfchen. Zumindestens, also in der Ferrari wird es auf jeden Fall Michael Schumacher sein, ist ja ganz klar. Und ja, mein Lamborghini Ablo wird das höchstwahrscheinlich Biene Maya werden. Okay, aber wir gehen jetzt mal in das Schaufenster der Viper RT10. Denn die ist heute dran. Mit ihrem kurzen Radstand und beeindruckenden 610 Newtonmetern an Drehmoment kann sich die Viper am Ausgang einer langsamen Kurve schon mal nervös geben, wenn man nicht ganz behutsam mit dem Gas umgeht. Aber das Handling ist im Allgemeinen fantastisch und kommt dem direkten Rennwagengefühl von allen Wagen dieser Gruppe am nächsten. Dazu trägt die enorme Seitenführung von 0,96G ebenso bei wie die leichte Neigung zum Untersteuern und die stabile Kurvenlage. Mit einer 0 auf 100 Zeit von 4,9 Sekunden überwältigt das Kraftpaket die Sinne dermaßen, dass man das ausgezeichnete Handling oft übersieht. 0,96G, Leute. Na? Porsche und Corvette in die Garage. Jetzt ist endlich mal ein anständiges Auto. Und dieses Auto könnte dem Supra gefährlich werden. Könnte. Ich meine, das Heck neigt zum Ausbrechen bei dem Auto. Da müssten wir ein bisschen aufpassen. Das könnte problematisch werden. Allerdings nicht im Ausbrechen der Form des Porsches, sondern ein bisschen nervös, so wie der Kollege hier auch gerade gesagt hat. Aber das lässt sich eigentlich relativ gut handeln. Aber der Supra könnte stabiler ausfallen bei den Belastungstests. Naja, gut. Aber die Viper könnte definitiv gefährlich werden, weil die hat nämlich echt ein gutes Handling. So, dann haben wir noch den Bremsweg von 50. Die Bremsen scheinen ziemlich scheiße zu sein. Die haben nur eine gute Bewertung bekommen. Ja, 50 Meter ist auch ganz schön lang. Okay, die Bremsen sind also nicht so gut, wie es scheint. Aber gut, das hat mich eigentlich nie gestört. Mal gucken, was die Belastungstests dazu sagen werden. So, gut. Dann wollen wir mal das Allgemeine hören. Die Viper, in nur 3 Jahren vom Showcar zum Serienauto weiterentwickelt, hat Chrysler wieder in dicken, fetten Buchstaben auf die Liste der Supercar-Hersteller geschrieben. Das Grundkonzept ist brutale Kraftentfaltung statt feinfühliger Details. Denn die Viper ist ein Auto, das man rund um den Motor gebaut hat. Einen donnernden 8 Liter V10 mit 400 PS. Den Fahrer zu verhätscheln, davon stand allerdings nichts im Lastenheft bei der Entwicklung des Autos. Die Viper bietet nur Seitenvorhänge statt Kurbelfenstern, ein rudimentäres Stoffdach und nur die nötigsten Anzeigen und Instrumente. Ne? Darf ja nicht zu schwer sein, die Kiste. Wiegt ja immerhin auch schon 1,5 Tonnen. Naja, 1,6 schon fast. Also dafür, dass sie nur das Nötigste enthält, ist sie doch trotzdem ganz schön schwer. Muss man ihr ja lassen. Kein Plan, wo es hier gerade anfing, aber wir haben alle durch, wie ich festgestellt habe. So,
ganz schön teuer, die Kiste, aber die ist ja auch wenigstens gut, ne? Na gut. Der 8 Liter Aluminium V10 der Viper, bei weitem der größte Serienmotor, der heute in den USA gebaut wird, entspricht vom Aufbau her Chryslers 6,4 Liter V8, aber mit zwei weiteren angebauten Zylindern. Die Abgase gelangen durch Sidepipes ins Freie, die in die seitlichen Trittbretter eingearbeitet sind. Der Aufbau der Viper folgt Rennsport-Traditionen, wie der Stahlrohrrahmen, die Federdämpfereinheiten, Doppelquerlenker und Kunststoffkarosserie belegt. Auch wieder so eine lustige Gangübersetzung. Naja. Mal gucken, wie viel Luft der nach oben hat. Die Umdrehungen pro Minute sehen ja relativ vielversprechend aus. Mal gucken. Ja, und ob der wirklich so super ist, wird dann letztendlich der Belastungstest zeigen. Aber es sollte bei der B-Klasse zumindest schon schief gehen. Ich meine, Porsche und Corvette zu schlagen, ist ja jetzt nicht so die Kunst, ne? Ja. So. Okay, dann wollen wir noch mal was zur Geschichte hören. Gott, nach der all der langen Zeit weiß ich gar nicht mehr, was die anderen Autos so geleistet haben unter den einzelnen Tests, aber ich versuche mich zu erinnern. Obwohl einige Stimmen die Viper als Chryslers ersten echten Zweisitzer-Sportwagen bezeichnen, fußt sie doch auf einer über 40-jährigen Sportwagengeschichte. Der erste Vertreter dieser Ahnengalerie ist der Chrysler Cunningham C2R von 1952. Ein Sportler, der trotz seiner nur kurzen Produktionszeit als Großvater der Viper bezeichnet wird. Die weitaus größte Inspiration aber stammt von der legendären Shelby Cobra der 60er Jahre, deren Erfolg auf einem simplen Rezept ihres Schöpfers Carroll Shelby beruhte. Er nahm in England gebaute AC Roadster und zwängte gewaltige V8-Triebwerke mit 289 und 427 Kubikzoll Hubraum hinein. 1991, nur zwei Jahre nach Beginn der Entwicklungsarbeiten, fuhr Carroll Shelby selbst die Viper als offizielles Pace Car bei den Indy 500 in Indianapolis. Und schon 12 Monate später rollte sie serienmäßig vom Band in die wartenden Hände der Auto-Enthusiasten. Ja, die gute Shelby. Eines der älteren Autos, die ja noch so halbwegs ganz nett aussehen, aber kein Vergleich zu der neueren Generation der Viper, wie man auf der rechten Seite sieht. Ne, das sieht natürlich wesentlich toller aus, meiner Meinung nach. Okay, dann gibt es noch ein Video. Und die Viper ist auch echt hübsch, finde ich. Ist echt ein hübsches Auto auf alle Fälle. Okay, gucken wir uns das Video an, das hat auch eine recht tolle Musik. Viel Spaß! Ja, unsere Viper. Ja, das ist ja das Auto, was wir im Let's Play und im Walkthrough gefahren sind. Also, das kennt ihr ja schon ausgiebig eigentlich. Aber das macht es natürlich umso spannender, wie sie sich jetzt in dem Belastungstest schlagen wird. Und hör auf zu ruckeln. So. So. Dann. Ja. Sehen wir uns gleich mit dem ersten Kurs wieder. Das ist ja wieder das normale Racing. Ja,
geht dann gleich los. Kleinste Vorbereitungen noch und dann geht's los, ne? Also wir müssen ja, ne, die Ersatzteile von den letzten Fahrten, ne, von der Straße fegen, ne, von den ganzen Studenten und Praktikanten, ne, die ich da letztes Mal von der Straße gefegt habe. Ihr erinnert euch, mit der Corvette, ne, da habe ich ja den Lamborghini weggeschossen und das ganze Ersatzteillager, ne. Das muss natürlich jetzt von der Straße runter, ne, sonst fahre ich mir mit meiner guten Vibe hier an Platten rein, das geht ja nicht. Also das machen wir mal eben, bis gleich. So, die Straße ist gereinigt und meine Fahrkünste sind wahrscheinlich der letzte Dreck, weil ich so lange nicht mehr gefahren bin. Aber wir probieren es mal. Und zwar einfach hauptsächlich deshalb, weil ich mich an die Belastungsteststrecken nicht so gut erinnern kann jedes Mal. Aber wir gucken mal. Mit der Viper sollte das aber eigentlich relativ geschwind gehen. Guckt euch das an. Wir sind schon gleich an den Lambos vorbei. Wenn ein Auto was taugt, dann ist man direkt vorne. So. Ja, mach mal Platz da, Junge. Oh, ich wollte, das war jetzt kein Fahrfehler, sondern ich wollte den Ferrari wegrammen, hab ihn aber nicht getroffen. Also insofern war das jetzt der Fahrfehler, dass ich ihn nicht getroffen habe. Hier war das jetzt. Oh, das war jetzt schon ein Fahrfehler. Die habe ich viel zu, weil ich habe gerade, das geht jetzt schon rechts rum. So, Supra, mach mal Platz da. Bam. Ne. Die ganzen Praktikanten sollen ja direkt wissen, woran sie sind, wenn sie mit mir fahren. Wenn sie mit mir Autos testen. Das Handling ist der Wahnsinn. Das rockt total. Hier. Ich glaube, das war's mit dem Ferrari. So, jetzt können wir ungestört testen. Den Ferrari habe ich ausgeschaltet. So, sind die Bremsen wirklich so scheiße wie angekündigt? Ach, scheiß auf die Bremsen, wenn da ein Auto Handling hat. Ne? Ein Auto, was Handling hat, braucht keine guten Bremsen. Das fährt nämlich dann einfach rum, ne? Das nimmt die Kurve dann. Hier, guckt euch das an, wie assrein ich um diese Kurve herumkomme. Ich bin sogar schon fast rechts gegen die Wand gefahren, so gut ist der da rumgefahren. Und die anderen Autos unter Steuer gegen die Wand gecrasht und ja, ne? Da unterscheiden sie sich nämlich, die Autos. Hier kannst du einfach mal so rumdüsen, hier einfach mal. Ich fahre sogar voll scheiße, weil ich voll raus bin und fahre trotzdem voll brutal hier rum. Das war ein bisschen zu wenig eingelenkt von meiner Seite. Sie müssen natürlich jetzt auch berücksichtigen, dass ich jetzt keine Übung mehr habe. Und trotzdem kann man dieses Auto hier an die Limits pushen. Das Handling ist der Wahnsinn. Man merkt sofort 0,96 G. Seitenführungskräfte. Also das ist schon wirklich, ne? Da kann man schon Fahrspaß mit haben mit dem A-Wagen. Der nimmt das alles sehr gelassen. Das ist wirklich ein Traum, dieses Auto, ein Gedicht mit diesem Wagen zu fahren. Das ist der Fahrspaß pur. Ich bin nur gerade ein bisschen zu blöde zu fahren, aber das liegt nicht am Auto, sondern das liegt Tatsache an mir, das muss ich gestehen. Dieses Auto ist zwar ein bisschen nervös am Heck, wie man jetzt hier vielleicht gesehen hat, aber das ist schon wirklich ganz nett, was das Auto macht, weil, okay. So, nur aber. So, jetzt fahren wir mal noch eine Runde und ja. Also dies ist wirklich Fahrspaß pur. Das Heck könnte natürlich ein bisschen stabiler sein, so beim Supra. Allerdings muss man auch bedenken, dass das Auto dadurch allerdings auch besser um die Kurven kommt, ne? Das ist wahrscheinlich dann so ein Trade-off zwischen nervöses Heck, aber dafür kommst du besser um die Kurven als sogar schon beim Supra. Also das geht hier nochmal besser.
Also das ist wirklich, also das ist schon wirklich, man mag gar nicht aufhören mit dem ersten Test, weil das einfach so eine coole Sache ist. Das hat echt, also das ist wirklich eine assreine Geschichte hier. Nicht so wie die Corvette, da haben wir uns hier rumgequält wie die... Das ist gar nicht zu beschreiben. Da fehlt mir gerade der passende Ausdruck für. So. Und jetzt ziehe ich mal an euch vorbei, weil ihr seid viel zu langsam im Straßenverkehr unterwegs. Das wird doch nichts, ne? Bis ihr an euer Ziel ankommt, da ist ja schon, ne? Das geht ja gar nicht. Wir sind ja schon alle nach Hause gefahren. So. Oh, alleine wie man hier um diese scharfe Kurve rumziehen kann, ne? Das wäre mit der Corvette undenkbar gewesen. Aber diese Schrägkurve ist nicht so... Also das Heck ist nervös, das muss ich sagen. So, jetzt nochmal schon mal den ersten Crash verursachen. Jetzt hat genau das richtige Auto erwischt, nämlich diese schreckliche Corvette. So, da wir das nun gemacht haben, können wir den Test jetzt beenden. Und ja, gehen wir mal raus hier. Also, das ist doch schon mal ganz nett, was dieses schöne Ding hier macht. Also, das ist doch schon mal wirklich ganz cool. Eine 1,51, das kann sich sehen lassen und das ist bestimmt noch verbesserungswürdig ohne Ende. Denn wir sind ja so raus aus dem Fahrgeschehen hier. Also, das ist schon wirklich verdammt cool gewesen. Ja, also die Belastungsrunde... Also also renntauglich ist die Viper schon mal allemal. Also bei diesem Test würde ich sogar behaupten, na gut, das muss man natürlich jetzt ein bisschen fair abwägen, ne? Also der Supra war natürlich stabiler, was das Heck betrifft. Allerdings kommt die Kiste jetzt natürlich auch nochmal deutlich besser um die Kurven als der Supra. Das heißt... Ja, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, ne, aber wenn man natürlich besser, ja, es ist beides eigentlich wichtig, ne, es gleicht sich in dem Moment so ein bisschen aus, wobei das Handling natürlich echt, ah, ist das schon, also ich würde ja sagen, so eine Tendenzrichtung, nicht außen, sondern so eine Tendenzrichtung Plus, weil das ist schon natürlich sehr vorteilhaft, gerade bei unseren Tests, wenn man gut um die Kurven rumkommt. Naja, vor allem bei diesem ersten Test hier, ne? Da ist natürlich das Handling sehr, sehr wichtig, weil wir da ja viele Kurven haben. Also da ist es schon wirklich sehr wichtig, dass man dann auch rumkommt um die Kurven. Ja. Das ist schon... Und wir müssen ja von dem Test ausgehen, den wir gemacht haben. Und da ist das eigentlich höher gewichtiger, dass das Auto gut lenken kann. Von daher, ja, nee, es ist nicht ausgeglichen. Wir müssen da dem Wagen wirklich ein Plus geben. Ja. Definitiv. Und das ist ja auch nur eine leichte Nervosität mit dem Heck. Wenn man jetzt ein bisschen sachter fährt, dann können wir den Supra locker trumpfen. Ohne dass das Auto abschießt, was auch die ersten Runden gezeigt haben. Also das ist wirklich ein sehr gutes Auto, kann man echt nicht meckern. Ja, also da kann man wirklich sagen, ein sehr gut. Und ich denke mal, das wird selbst handlingmäßig der Ferrari und der Lamborghini nicht toppen können. Also das ist wirklich das beste Ergebnis bisher und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Aber Lamborghini und Ferrari könnten natürlich mit der Speed trumpfen, wobei das bei der Strecke gar nicht so viel gut machbar ist. Also vielleicht ist das sogar das beste Auto für diese Strecke, wer weiß. Aber gut, genug gelabert, wir kommen zum nächsten Test. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim Demon Moto Magazin, dem Automagazin, wo die Autos vernünftig getestet werden. Ne, so richtig halt, ne, so richtig schön auf Herz und Nieren und nicht so das, was die Motomagazine machen, die sich Motomagazine schimpfen wollen ist und gar und die Autos ne, nur ja, naja. Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert. Bis zum nächsten Mal, bye bye.